Ist die Überlieferung richtig, Hubbul Watani min al-Iman? Das ist eine sehr schwache Überlieferung und ist nicht authentisch. Ist eine schwache Überlieferung, ist nicht authentisch. Darf man sein Land lieben? Ja, aber diese Liebe darf nicht was überschreiten, die Grenzen Allahs. Der Prophet, und das ist der Beweis, als er Mekka verlassen hat, drehte er sich um und sagte, du bist mir die liebste Stadt, weil du bist auch die liebste Stadt bei Allah subhanahu wa ta'ala. Und hätten sie mich nicht aus dir vertrieben, wäre ich nie aus dir herausgegangen. Hier hat der Prophet diese Liebe bekundet. Aber warum hat der Prophet diese Stadt geliebt? Hä? Weil wer sie geliebt hat? Allah subhanahu wa ta'ala. Verstehst du? Heutzutage, Achil Karim, haben wir die sogenannten Ahlul Unsuriyah. Das sind die Nationalisten. Was machen sie? Sie lieben etwas mehr als Allah. Das ist verboten. So, ihre Liebe zu ihrem Land ist alles für sie. Das heißt, das ist auch über der Religion. Ich will ein Volk nicht jetzt benennen beim Namen. Ich sage nur allgemein, man wird verstehen. Sie sagen, erstmal kommt unser Land und dann Rabbul Alamin, Allah, der Weltenbewohner. Der Herr der Weltenbewohner. Erst kommt unser Land und dann kommt Allah. Und das sind natürlich Ultranationalisten. Möge Allah uns bewahren vor ihrem Übel. Es ist überhaupt kein Problem, dass man auch sein Land mag. Aber die Grenzen dürfen nicht überschritten werden. Wallahu ta'ala a'la wa a'la. Ya dhakir al-ashab, kum mutaddiba.